John Cena wurde in einem Interview in der vergangenen Woche darüber befragt, ob sein Karriereende oder ein Kürzertreten seinerseits in greifbarer Nähe liege. Dies dementierte der 39 Jahre alte Chain Gang Commander und meinte, dass er vom Ende seiner Karriere noch sehr weit entfernt wäre und diese nicht in absehbarer Zeit enden würde. So freue er sich, dass er nach 16 gewonnenen World-Titeln weiter Teil des Business sein kann, um die Massen in den nächsten Jahren weiter zu unterhalten. Bezüglich der Planungen rund um NXT im Hinblick auf das WrestleMania-Wochenende heißt es, dass man Cassius Ohno in der Main-Event-Region bzw. in Nähe des NXT-Titels booken möchte. Die Paarung Bobby Roode vs. Cassius Ohno scheint momentan am wahrscheinlichsten zu sein. Was man beispielsweise mit Shinsuke Nakamura vorhat, ist bis dato unklar. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass Eric Rowan nun seit geraumer Zeit kein Teil der Shows ist. So trainiert Rowan nach seiner Verletzung im Performance Center für sein bald anstehendes Comeback. So heißt es, dass er zeitnah wieder vor den TV-Kameras stehen wird. Möglicherweise wird er Teil des geplanten WrestleMania-Programms zwischen Randy Orton und Bray Wyatt. Chavo Guerrero Sr., Bruder von Eddie Guerrero und Vater von Chavo Guerrero Jr., ist am Samstag verstorben. Es heißt, dass er im Januar Leberkrebs diagnostiziert bekommen habe. 2004 trat der im Alter von 68 Jahren verstorbene Chavo Classic mehrmals bei der WWE auf. Kurt Angle sprach in einem Interview jüngst über die Wahrscheinlichkeit eines letzten Matches im WWE-Ring. Angle antwortete überraschend, dass die Hall of Fame-Aufnahme für ihn erst der Start sei. So meinte er, dass er sich noch für mehrere Matches, beispielsweise gegen AJ Styles oder Samoa Joe, im Ring sieht und dafür auch bereit wäre, sofern er seitens der WWE die Ringfreigabe erhält. Noch habe er sich mit den Offiziellen nicht konkret darüber unterhalten, weshalb dahingehend auch noch nichts offiziell gemacht werden kann. Achtung, möglicher Spoiler! Aktuell heißt es, dass die Paarung AJ Styles vs. Shane McMahon für WrestleMania beschlossene Sache sein soll. Damit sinken die Chancen, dass AJ Styles heute Nacht im Elimination Chamber Main Event siegreich hervorgeht, drastisch.